und wir gehen direkt in den Spinnenwald. Ich will gar keine Zeit mehr verschwenden, denn ich will mal wissen, der Wald hier war groß. Das weiß ich noch. Der Wald war groß, er war verwirrend und er könnte uns sehr viel Zeit kosten. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem letzten Wald, nach dem Libellenwald, habe ich nicht das Gefühl, dass sich Erkunden in diesen dunkleren Wäldern noch richtig lohnt. Ui, das ist eine interessante Musik hier. Gefällt mir. Okay, wir werden es jetzt direkt sehen, wie es abläuft. Erstmal hier den Drachen besiegen. Sag ich jetzt so, ne? Wasser. Erde. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Jörg, du holst dir jetzt mal ein paar Level ab. Du bist erst Level 15. Du hast noch am meisten zu tun. Und ich habe nicht drauf geachtet, was für Monster-Level das Vieh da hat. 16. Okay. Ja, du hast definitiv zu tun. Genauigkeit muss bei dir wachsen. Und definitiv mehr Erfahrungspunkte. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wenn ich hier trainieren kann, für Erdmonster zu besiegen. Das war der eine Hintergedanke, den ich hatte, wo ich Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Aber das ist perfekt. Wenn ich hier Erdmonster finde, die ich besiegen kann, um meinen Jörg hochzuleveln, dann, oh, guckt euch das an, habe ich hier wenig Angst, dass das schief geht im Bosskampf. Perfekt. So, ist hier eine Kiste. Hier ist ein Speicherpunkt, hier ist der Teleport. Und? Ja, in das Gebiet schauen wir natürlich auch noch rein nachher. Was war das jetzt? Luftvieh. Okay. Uglam. Ja, Horny. Du bist ja gerade frisch auf Level 19 gestuft worden. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zermetzeln dieses Viehs. Ich denke, du wirst wenig Probleme damit haben. Es sei denn, du triffst nicht. Ich sag's nur vorher schon mal. Oh! Okay. Okay, Level 17. Kann man schon erwarten, dass das hier jetzt einen Angriff überlebt. Aber schön. Level 17 also. Bisher das Maximum an Monsterstärke, die wir gesehen haben. Das gilt es ja jetzt mal abzuwarten, bis wohin die Level hier gehen. Ich schätze mal Level 18. Und dementsprechend regelt sich das ja auch ungefähr ein, was der Boss für ein Level hat. Und das ist keine Truhe. Das heißt, es ist wirklich so, dass ich hier nur dieselben Truhen aufmachen kann, die ich eh schon gefunden hätte, oder wie? Wenn ich beim ersten Mal halt nicht Scheiße gebaut hätte? Ich weiß es nicht. Gehen wir hier mal noch lang. Gucken uns an, ob hier noch irgendwas ist. Hier war ja normalerweise das kleine Vieh. Und es ist tatsächlich wieder da. Oh. Alter. Alter. Also, die Stimme einfach reicht. Oh, was? Zwei Bosskämpfe? Vor allen Dingen ist das hier dann nicht der... Was? Der Wald ist von Zorn durchdrungen. Was? Du weise Bestie. Sie sollte ihre Dummheit erkennen. Was? Ich bin dafür... Was? Okay, sag mir, dass es mehrere Kämpfe gegen den Erddämon gibt, weil das ist ja jetzt wohl wirklich ein Scherz. Ich glaube, das ist der erste Weg, den ich gehe, ist instant zum Boss. Also auch wenn wir gerade festgestellt haben, dass es scheinbar in diesen dunklen Wäldern nicht mehr wirklich was zu finden gibt, außer die Sachen, die wir eh schon nicht einfach vergessen haben beim normalen Durchspielen. Aber, mein Ömmel hier ist... Wow, mache ich Schaden? What? Mein Ömmel hier ist erst auf Level 16. What? Moment. Okay. Ich sehe, wie es ist. Es gibt mehrere Kämpfe gegen den. Weil er ruft nicht mal sein Monster gerade und ich mache ihm viel mehr Schaden, als ich allen anderen bisher gemacht habe. Und das mit einer Stufe, die eigentlich hier wesentlich niedriger wäre. Tschüss, tschüss, Erddämon. Naja, ey, das ist Erfahrung. Ich nehme sie. Ich nehme die Erfahrung. Definitiv. Oh, ja, Blutgewand. Habe ich ja sowieso schon eins bekommen. Bam, Level 19. Der Wald strotzt nur so vor unsäglichem Zorn. Es ist
ist noch nicht vorbei. Ich werde den Juwel der Erde nicht aufgeben. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Das wäre sonst jetzt auch echt enttäuschend gewesen. Okay, dann schauen wir mal gerade, was dieses Blutgewand ist. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal bekommen und tatsächlich eben vergessen zu verkaufen. Das bringt Abwehr und Angriff von Magie richtig weit nach oben. Allerdings Abwehrmagie super niedrig und Tempo runter. Kleidung von einem, der am Wegrand fiel. Wer sie an sich nimmt, wird unglücklich. Was? An sich nimmt oder trägt? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich verkaufe den Schrott auf jeden Fall demnächst. Nur um sicher zu gehen, weil brauchen kann ich ihn nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, ey, dann hat uns unsere spezielle Spürnase nicht verlassen. Wir wussten gar nichts, aber wir haben das richtige Näschen gehabt. Wir konnten den richtigen Weg rausfinden. Somit haben wir eigentlich alles richtig gemacht gerade. Perfekt. Den Erddämon das erste Mal besiegt. Weiß nicht, ob man das muss. Wahrscheinlich schon. Aber so oder so haben wir gerade unser Monster auf Level 19 gebracht. Und das ist sehr viel wert. Das ist massiv viel wert. Wunderbar. Bim, 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 bim. So, nochmal Erdmonster leveln. Nee, Quatsch. Luftmonster leveln. Was rede ich denn hier? Na, das ist auch ein Luftvieh. Das ist alles verkehrt jetzt. Na gut, Horny. Okay. Bin ja mal gespannt, wie das dann abläuft. Ob ich wenigstens nochmal speichern darf? Weil es hieß ja, sobald du diese vier Juwelen miteinander verbindest, musst du dich deinem dunklen Depp da stellen. So, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Heißt das, sobald ich alle vier Juwelen habe, ist das schon verbinden? Weil, naja, dann wäre doof. Das sah auch nach Luftvieh aus. Ja, Luftvieh, Uglam. Horny, du bist weiter dran, sammelst weiter Erfahrung. Das ist jetzt tatsächlich so ein Punkt, an dem ich wirklich keine Kämpfe mehr überspringen darf. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, es geht nicht. Weil ich muss jetzt leveln. Ich muss meine Monster allreihum so hoch wie möglich schaffen, weil ich sie im letzten Kampf vermutlich brauchen werde. Auch wenn das nervt, immer noch mit dem Rückgedanken an mein liebes Plurrepit-Monster, das jetzt natürlich mit Level, ich weiß nicht, 14, 15 darum dümpelt und keine Erfahrung bekommt. Das ist natürlich mies. Vor allen Dingen habe ich ihn nicht dabei. Das ist eigentlich das größte Ding. Es wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Ich schmeiß das nur in den Raum. Das werden wir ja am Ende sehen, ob ich da überhaupt die Wahl habe, das noch zu tun. Aber es wäre eine Überlegung wert, Plurrepit mit einem meiner anderen Monster zusammenzuwerfen. Nur damit ich die Möglichkeit habe, auch Wasserzauber und Elemente zu machen. Wenn beim Boss, und das ist sehr wahrscheinlich, irgendwas kommt, was gegen Wasser schwach ist. Die Möglichkeit bestünde, und dann müssen wir mal kurz nachdenken. Die einzige Kombination, die dann Sinn ergibt, ist, dass wir Plurrepit mit Jörg verbinden. Das ist die einzige Kombination, die Sinn ergibt, weil die ist diagonal. Alles andere wäre, dass ich entweder Wasser mit etwas, was gegen Wasser stark ist, oder Wasser mit etwas, gegen was Wasser stark ist, verbinde. Also entweder verbinde ich es mit Erd, in dem Fall mit Klobberhans, und dann ist aber Erde ist ja gegen Wasser stark, das wäre dumm. Oder ich verbinde es mit Horny, dann wäre aber Plurrepit stark gegen Horny, und das würde auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann heben sich ja zwei Elemente auf. Zumindest stelle ich mir das so vor, dass das Sinn ergeben würde. Also bleibt nur Jörg. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Möglichkeit dazu noch habe, euch davor zu fragen, wie wir das machen wollen. Aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Das war entweder Jörg und Plurrepit miteinander verbinden oder eben nicht und dann das Problem haben könnten. Hier liegt kein weiterer Schlüssel, okay. Oh, jetzt gibt es aber richtig satte Erfahrung für Horny wieder. Das Problem haben könnten, dass dann halt ein Kampf stattfindet gegen Feuermonster und wir nichts gegen Feuer haben. Und das sind keine einfachen Monster, garantiert. Da bin ich mir 100% sicher. Das ist schließlich der letzte Kampf. Ich hadere.
ich hadere wirklich. Weil bisher konnten wir es echt gut in der Waage halten. Wir haben nur Einzel-Element-Monster. Das heißt, sie sind sehr stark in dem, was sie sind. Und sie haben dadurch keine Mali. Das ist extrem gut. Und bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher hat sich das wirklich bewährt. Diese reinen Elementmonster zu haben, hat sich extrem bewährt. Weil, an welchem Punkt habe ich gehangen bisher? Das ist wirklich beeindruckend. Große Walnuss, sehr schön. Erhalte ich mir noch. So, wir haben hier keinen Schlüssel. Aber wir haben hier theoretisch einen Rundweg. Und der führt uns hierhin. Und dieser Weg führt uns doch zu, hoffentlich, zu der Bude. Entweder das oder zum richtigen Boss. Genau, zu der Bude. Genau da wollte ich hin. Der Speicherpunkt ist nicht mehr da. Okay, genau das wollte ich. Menschen rauben Wald das Leben. Wald ist unser Leben. Menschen rauben unser Leben. Okay, perfekt. Das ist genau das, was ich wollte. Hier nochmal hinzukommen und dann auch den letzten von den normalen NPCs zu besiegen, bevor wir zum richtigen Boss gehen. Der Wald ist von Zorn durchdrungen. Du weise Bestie, sie sollte ihre Dummheit erkennen. Okay. Hallo again, lieber Erddämon, der nicht in die Kamera passt. Ist er nicht niedlich? So, Jörg. Huch, nein, 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 du hast meinen Input nicht genommen. Ich sagte spezial, dankeschön. Alter, wir machen ihm noch mehr Schaden als eben. Ja klar, macht ja Sinn, wir sind Level 19 jetzt und er wahrscheinlich nicht gestiegen. Und sein erster Angriff geht immer daneben, scheinbar. Wow. Und das bringt nochmal satte Erfahrungen, ne? Das ist Wahnsinn. Wie, der Umstand, dass er hier mehrmals kommt, bringt uns so viel EP gerade für nochmal ein Blutgewand. Für Jörg, das ist fantastisch. Wieso kriege ich dauernd Blutgewänder? Der Wald strotzt nur so vor unsäglichem Zorn. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde den Juwel der Erde nicht aufgeben. Ja, das ist toll von dir. Tschüss. Perfekt. Ich will jetzt aber wissen, ob hier was drin liegt. Nee? Doch, klar, da. Die Waffe. Hast nicht gesehen. Es ist keine Waffe. Echt nicht? Wow. Okay. Das ist fucking Cocktease. Naja. Dann liegt hier gar nichts rum und das war's tatsächlich. Auch hier nichts irgendwie, was ich benutzen kann? Nope, nischt. Naja, dann. Dann zurück. Das erspart uns einiges an Rumlaufen. Den Part haben wir also abgeschlossen. Und das sieht schon wieder nach Luftvieh aus. Nee, diesmal Erdvieh. Sehr gut. Dann kann Jörg gerade noch mehr EP sammeln. Habe ich Luftangriff auf mehrere Gegner? Sollte ich eigentlich haben, oder? Magie? Malti. Malti geht aber nur auf einen, ne? Ja. Schade. Okay, dann mach's normal. Boah, ist das lecker. Ist das lecker. Ah, ich liebe es. Es ist so schön. Außer wenn der Emulator hängt, dann ist es nicht schön. Ich habe so eine Panik, ne, dass die Aufnahmen jetzt dauernd kaputt sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ganz ehrlich. Ich kann euch nicht erklären, warum das plötzlich so Probleme macht, weil vorher ging's... Kaum spreche ich es an, ne? Vorher ging's doch auch. Da hatten wir doch auch wunderbar aufnehmen können. Die ersten 9 Folgen, oder wie lang das war, bevor die ersten Audioprobleme kamen, bam, Volltreffer, die liefen doch auch wunderbar ohne Probleme ab. Also ich kann wirklich nicht erklären, was das soll. Wo diese Fehler jetzt herkommen. Naja, gut. Übrigens, wer sich fragt, was für einen Emulator ich nutze RetroArch mit dem Beetle PSX Core, um das hier zu spielen, in der Hardware-Version, beziehungsweise spielt die Hardware-Variante davon, aber in der Software-Grafikeinstellung, weil
dann hat man eben die richtigen Energieleisten. Normalerweise bei allen anderen Emulatoren, die ich bisher gesehen habe, die können nämlich die Energieleisten in diesem Spiel nicht korrekt darstellen. Das ist nicht unbedingt schlimm, aber es nervt. Und das hier ist tatsächlich der einzige Emulator, der es richtig kann. Ja. Sinnvoller wäre, sich das Spiel auf der PS1 zu holen. Als Disc-Version, weil ich glaube, es gibt gar keine Download-Version davon. Und dann auf der PS3 zu spielen. Das ist das, was ich auch hätte machen können, denn ich habe die PS1-Version hier und ich habe eine PS3 hier. Und ich habe eine Capture-Karte. Also eigentlich alles dafür da. Aber warum auch immer ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Fragt mich nicht. Das war sehr dumm. Wo wir bei sehr dumm sind. Wo will ich gerade hin? Da will ich hin. War schon richtig. Du bist Feuer? Bist Feuer. Ich hab nichts gegen Feuer dabei. Dementsprechend laufe ich jetzt weg von dir. Und dann gehe ich hier raus und gehe wieder neu rein, in der Hoffnung, dass der Seed sich ändert, damit die Viecher hier nicht aufs Feuer sind, weil das ist doof. Gucken wir mal. Ist hier ein Ladescreen, also sollte hier der Seed sich ändern. Ich schätze, es ist derselbe Seed, weil das Monster einfach nicht neu spawnt. Oben ging es weiter, also laufen wir hier lang. Yep, selber Seed. Dammit. Probieren wir es nochmal. Vielleicht habe ich hier einfach einen Ladescreen, der nicht den Seed lädt. Ja, das sieht schwer dann raus. Das ist natürlich jetzt blöd. Wobei man sich jetzt wieder die Frage stellen kann, warum soll ich bis da unten hinlaufen? Erstmal da oben hin. Emulator, fang dich. So, hier kann ich schon mal speichern. Okay. Er hat immer so Phasen, wo dann der Emulator komplett einkackt, ne? Ist richtig klar, warum das so ist, ist es nicht. So, hier kann ich schon durch. Das heißt, da unten muss ich nichts mehr machen. Okay, ich level dadurch jetzt weniger, aber hier ist ja auch noch ein gutes Stück weit. Boah, das lässt mich gerade jetzt nicht los. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich weiß, es nervt jeden, aber ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da unten nichts finde. Aber ich kann mir nicht sicher sein, bevor ich nicht da bin. Und wenn da jetzt noch eine coole Waffe liegt... Ich meine, ich brauche auch Geld. So ist es nicht. Ich brauche auch Geld und wenn da unten eine Waffe liegt, die ich nicht gebrauchen kann, aber verkaufen kann, dann lohnt es sich dafür alleine schon. Ich muss es machen. Es bleibt nichts. Es bleibt mir nichts. Ich muss es machen. Ich würde es tierisch bereuen, weil das ist der Moment. Das müsst ihr euch auch... Da müsst ihr mich verstehen. Das ist der eine Moment, den jeder Let's Player hasst wie die Pest. Wenn er immer wieder alles so gründlich, wie er nur irgendwie kann, macht. Und dann einmal nicht. Und das eine Mal ist der Moment, wo dir dann irgendwann, weil ich sehe die Kommentare bildlich vor mir von Leuten, die das Let's Play dann irgendwann gucken und das Spiel kennen und dir dann sagen, ha, lol, an der Stelle, wo du es nicht gemacht hast, nicht genau geguckt hast, oh, Schnecken, da war das eine Item, das du wolltest. Okay, das ist eklig. Die Viecher in Kombination ist eklig. Das untere, das ist, oh Mann. Und hier sind viele gerade an einem Fleck. Ich muss einmal hier hingehen, denn da ist der Teleport, auch wenn da wahrscheinlich kein Item sein wird. Aber ein Speicherpunkt ist da, kann ich auch nutzen. Und, ja, das ist ja das Schöne eigentlich. Das ist hier nicht so viel, also ich bin hier jetzt auch schnell durch. Den Part haben wir gefunden. Dann haben wir... Du bist jetzt ein neues Element, ne? Du bist Feuer jetzt. Dann können wir einmal hier lang gehen. Unten lang ist auch noch was. Da liegt noch ein Skelettschlüssel. Ich glaub's nicht. Ja, ich habe nichts gegen Feuer, also tschüss. Du kannst wahrscheinlich vergiften. Vergiften kann ja immer nur das Erdvieh, glaube ich. Oder nee, Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Bei den Schneckenviechern ganz am ersten Wald waren ja auch Feuerelement und haben trotzdem vergiftet. So, yay, noch ein Skelettschlüssel. Jetzt haben wir 3, 4 davon. Ich meine, man kann sie verkaufen, ja, aber für wenig Geld. Also,
Ist jetzt nicht so, als würde sich das mega lohnen. Hier liegt auch kein Item rum. Und hier kommen wir oben wieder raus. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal unten lang. Und gehen hier durch. Weil sonst habe ich jetzt alles gesehen, ne? Kurz nochmal nachdenken. Ja, sonst habe ich alles gesehen. Okay, dann gehen wir nur noch nach unten durch. Wassermonster. Na endlich, da kann ich was gegen machen. Und die kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Robun. Nee, euch kenne ich wirklich noch nicht. Jedenfalls sagt ihr mir gerade nichts. Globberhans leveln. Level 18. Zwei Level 18er. Das ist aber schon knackig. Können wir mal kurz gucken, was ein Ulvis noch macht. Naja, doch, ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt natürlich eklig. Theoretisch können sie sich auch heilen, weil es sind Wassermonster. Aber sie sind langsam. Das heißt, nur einer pro Runde kann angreifen, nicht beide. So, jetzt zweimal, also jeden jeweils einmal angreifen mit normalem Spezialangriff. Und dann haben wir es doch. Nummer 1. Perfekt. Und selbst wenn der jetzt in die Hose geht, habe ich noch einen Versuch. Aber muss ich gar nicht. Perfekt, wunderbar. Das kriegt Level 19, oder? Hätte doch eh noch Erfahrung mit Klabans. Ja, easy. Fast Level 20. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Dann jetzt hier runter. Das stimmt, warte mal. Ich mach das hier mal gerade. Ist nicht hier unten? Hier unten ist doch der, wie hieß er noch? Der, mit dem man am Ende reden muss, der einem das Tor aufmacht, ne? Das heißt, hier unten ist ja eigentlich auch dann theoretisch noch ein Kampf, oder? Hier wäre dann theoretisch noch ein Kampf gegen das gegen den Erddämon, bevor ich in den anderen Part des Walds gehe. Boah, okay. Jetzt gibt das sich aber ganz. Mann, ey, was ist denn das nur? Ich schnall das einfach nicht, was das für ein Problem ist. Ja, okay. Okay, okay. Ja, mit der Attacke wäre es deutlich schneller gegangen. Es ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist was, was mich... Ey, Mann! Das ist tatsächlich was, was mich ein bisschen stört an dem Spiel. Dass die Magie eigentlich total unnütz ist. Also die Spezialangriffe hätten da auch einfach komplett gereicht. Bis auf Heilmagie hat das jetzt alles nicht so richtig viel Sinn. Die sind eigentlich viel zu schwach und gegenüber den Spezialangriffen ist das wirklich gar kein Vergleich. Fand ich ein bisschen schade bisher. Und ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch viel ändern wird, weil das ist jetzt, glaube ich, durch. Däumli. So. Gottesgewand. Das ist neu. Gottesgewand ist mir neu. Da gucken wir schnell mal rein. Ausrüstung Gottesgewand. Nee. Gottesgewand 2? Nee, was? Tempo geht runter, Abwehr für Magie geht gewaltig hoch, normale Abwehr geht auch gewaltig hoch. Tatsächlich ist das was, wo ich zum ersten Mal sagen würde, jo, das wäre gut. Gefärbt mit der Rinde des Gottesbaums. Die Kraft des Waldes durchströmt den Träger. Weißt du was? Die nehme ich tatsächlich. Die ist zum ersten Mal tatsächlich besser. Schneestürme haben wir jetzt eh keine. Oh wow, cool. Jetzt haben die alle hier einen richtigen Optikwechsel. Das war jetzt unfair. Das war jetzt wirklich unfair. Das war im fucking... Da war die Kamera noch nicht mal bereit für. Naja, gut.
Ach komm, nö. Jetzt fehlt mir ein Mana. Oh, warum müssen die immer im falschen Moment verkacken? Das ist wirklich... Ach, du Trottel, ey. Haben wir es dann jetzt? Gut. So, je nachdem, wie viel Schaden ich per normalen Angriff mache, wird das hier sogar noch eng. Ah, nee. Sollte glatt gehen. Gut, dann kämpfen wir da unten nochmal gegen das, Dann ist Horny tatsächlich jetzt mit Abstand unser Schwächster. Oder nicht mal mit Abstand, stimmt gar nicht. Boing. So, jetzt haben wir es dann. So unnötig, ne? Es hat sich jetzt so gezogen, es war so unnötig, nur wegen einem blöden Fehlschlag. Und fast Level 21. Nutzen wir mal einen Metakrokwurz für... Ach Quatsch, Metakrokwurz, so ein Stuss. Guter Likör natürlich. So, und dann nutzen wir noch einen normalen Sharp-Likör. Und das passt. So, und dann gehen wir in den letzten normalen, regulären Bosskampf, bevor wir zum richtigen Boss müssen, schätze ich doch mal. Oh, nee, tatsächlich, hier ist gar nichts. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier einfach nichts ist. Finde ich jetzt doch komisch. Okay, gut, dann kein letzter Bosskampf. Wir haben den Wald abgeschlossen. Und können dann jetzt in den Teleport gehen. Da haben wir ein Erdmonster diesmal. Level für Jörg. Und können dann, ja, können weitergehen durch das Tor. Aber da war ja auch noch ein bisschen weit hinten dran, ne? Da waren ja auch noch ein paar Abzweigungen. Ich hab's nicht mehr im Kopf jetzt. Vergiften. Ich weiß nicht, ob das Vergiften ist. Ich glaube, es ist Vergiften. Wenn es trifft, wenn der Element Schaden tut. Das ist auch gemein in dem Spiel. Wie nennt das du? Ach, apropos nicht treffen. Dass du Element oder statusverändernde Angriffe hast, die einfach, obwohl sie treffen, nicht wirken. Das ist gemein. Deswegen würde ich auf die auch niemals setzen, ehrlich gesagt. Perfekt. Nochmal ein bisschen Erfahrung für ihn. Ah, oh, so knapp vor Level 21. So knapp. Das ist tatsächlich ärgerlich. Das ist ehrlich wirklich ärgerlich. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Kampf mit ihm davor, damit ich den Level voll machen kann. Sonst würde ich den eventuell beim Bossfight nämlich verlieren, wenn ich sterbe. Ah, schon wieder du. Feuer. Ja, Spiral. Es tut mir leid, aber weiterhin kann ich dich nicht leiden. Ich weiß, du mich auch nicht. Okay. Mana und Energieleiste von unseren Viechern sieht gut aus. Nochmal speichern, dann durchs Portal. Hey, wir bekommen, glaube ich, einen ganzen Wald in einer Folge hin. Wie ist denn das? Seltsam, ne? Ehrlich gesagt, sehr seltsam. Und wir sind bei 8 Spielstunden, wissen wir es über 8 Spielstunden, in der internen Uhr.
Ich weiß immer noch nicht, dieses How Long to Beat, wie das gerechnet wurde. Ob das mit interner Uhr gerechnet wurde oder mit externer Uhr. Denn die interne Uhr kommt mir sehr langsam vor. Ich glaube, da werden viele Sachen nicht mit berechnet, wie Ladezeiten oder Cutscenes oder weiß ich nicht. Denn meine reale Zeit ist, glaube ich, höher. Oh nein! Das war so klar. Okay, ich bin immer noch schneller als die. Gut. Hier war nur ein einzelnes Item und sonst gar nichts. Und hier ist dafür jetzt eine Truhe. Es ist wirklich anders. Man muss den Wald durchsuchen, weil dann sind wir da. Guckt euch das mal an. Ich wollte gerade nämlich noch sagen, ich habe ja noch eine Walnuss übrig. Die kann ich dann gleich nutzen, aber ich hebe sie noch ein bisschen auf. Bam, kriege ich zwei weitere. Und damit werde ich sie jetzt natürlich benutzen. Es ist... Also ich weiß nicht, was ich von diesen dunklen Wäldern zu halten habe, weil... Das bedeutet, dass die einfach nur immens leer sind. Dass du super wenig finden kannst, weil offensichtlich ist es ja neu, was du hier finden kannst. Du findest es halt nur nie. Nö. Bin ich kampfflüchtig. So, hier oben müsste auch dann theoretisch noch was sein. Entweder ein Speicherpunkt oder irgendwas Besonderes. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass hier was Besonderes ist, weil das sah beim ersten Mal hingehen schon so wichtig aus und dann ist da einfach nur eine Truhe und Speicherpunkt. In dem Fall ist hier nur noch ein Speicherpunkt. Seht ihr, das meine ich. Das ist irgendwie seltsam. Also das heißt... An Spots, wo vorher keine Truhe war, sind jetzt Truhen und an Spots, wo vorher Truhen waren, sind keine Truhen. Aber es gibt generell viel weniger Truhen im dunklen Wald. Was ich irgendwie komisch finde, weil das ist doch genau die Ecke, wo du jetzt nochmal richtig reinhauen kannst mit coolen Items, die du finden kannst und speziellen Waffen und weiß der Geier was. Weil es doch hier auch schwerer ist zu erkunden als beim ersten Mal in dem normalen Wald. Irgendwie finde ich die Gewichtung da ein bisschen seltsam. So, hier haben wir den Rundkurs. Diesmal nur die Wasserviecher, aber da sind wir, wissen wir jetzt... Ach, siehst du, jetzt liegt hier auch eine Truhe. Sehr schön. Okay, dafür haben sich dann die Schlüsse gelohnt, die wir hier im Übermaß haben. Haben ja immer noch, glaube ich, zwei. So. Lass mich raten, du bist eine Kombination. Ja, du bist eine Kombination. Flüchten werde ich. Tschüss. Nach unten ging es, glaube ich, nicht weiter. Das heißt, es geht nur nach oben weiter. Och, come on jetzt. Nein, nicht fangen. Rückzug, bitte mach's jetzt. Wow, ist das grad lästig, ey. Was soll denn das? Jung, bitte mach's jetzt, weil es wird jetzt gerade ein bisschen knapp. Danke, mein Gott. So, nutzen, können wir gerade die nächste Walnuss anschmeißen. Da oben ging es nicht weiter, aber hier ging es weiter. Dich kann ich umgehen. Und damit sind wir im letzten Gebiet, wo hier die... Oh, warte mal. Ist jetzt hier irgendwas? Weil das kam mir beim ersten Mal so komisch vor, dass hier nichts ist. Nein, immer noch nicht. Gut, dann bleibt's auch komisch. Hier hatten wir beim letzten Mal die Bäume als Gegner. Und stattdessen haben wir jetzt diese Drachen. Hm. Ihr seid immer noch Doppelelement, ne? Jupp, ihr seid immer noch Doppelelement. Wie gut, dass ich noch eine Walnuss hab. Ich weiß, es ist tierisch EP-Verschwendung, was ich hier mache, aber ich gönne mir das jetzt ehrlich gesagt gerade, weil das ist wirklich... Also lieber level ich offscreen mit normalen Viechern, als gegen die Viecher hier kämpfen zu müssen. Wirklich lieber. Wirklich, wirklich lieber.
Ich finde das tatsächlich wirklich generell in diesen Art rundenbasierten Rollenspielen super dämlich, ne? Dass es eine Chance gibt, dass du nicht weglaufen kannst, finde ich einfach so blöd. Das ist so ein unnötiges Feature, das braucht eigentlich kein Schwein. Weil wenn du wegläufst, hast du einen guten Grund, warum du wegläufst. Entweder willst du Zeit sparen, weil es nervt, oder du hast keine Chance gegen den Gegner. Und egal, was es dann ist, blöd, wenn du nicht weglaufen kannst, weil du hast dann in dem Moment verkackt. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Mensch ist selbstsüchtige Bestie. Er wird sorgen dafür, dass nichts bleibt am Leben. Ey, das ist gemein. Wofür kämpfst du? Ich ertrage jedes Mal Schmerzen, wenn ich für dich eine Reinigung durchführe. Sowohl körperlich als auch seelisch. Um das Dorf zu retten? Für den Wald? Wie einfältig. Wofür kämpfst du? Ein Junge, der vergessen wird und der nur Flöte spielen kann. Liebst du mich wirklich? Bin ich wichtiger für dich als das Dorf? Oder der Wald? Ich hasse erwachsene Frauen. Ich möchte nicht wie deine Mutter sein. Und Jungs hasse ich auch. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. Wirst du nicht auch erwachsen sein und mich verlassen? Das war keine Täuschung. Das war die echte schwarze Seite in ihrem Herzen. Kann er ein solches Herz wie das ihre wirklich verstehen? Er ist nichts weiter als ein Junge. Und ich habe die finstere Seite seines Herzens fest im Griff. Ui. Anderer Auftakt. Meine Güte, ihr Dämon, du fühlst dich aber wichtig, dafür, dass ich dir schon zweimal aufs Maul gehauen habe. Ich gebe zu, das wird jetzt vermutlich nicht mehr so einfach, aber trotzdem, du fühlst dich ganz schön wichtig, kann das sein? Naja gut, mir soll es recht sein. Windangriff! Wow, was? Du hältst immer noch nicht mehr aus? Okay, wenigstens hast du ein Monster diesmal am Start, weil das hier wäre jetzt eine sehr traurige Nummer. Delphanel, was? Wo fängt das Vieh an? Sind wir hier bei Spore oder was? Wenn du jetzt einen fahren lässt, ne? Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen witzlos. Wo soll ich denn da draufhauen? Auf dem großen C? Ui, oh. Du machst dicke Hose, aber du hast nicht viel Tempo. So viel ist sicher. Halbe Energie weg, bevor du was gemacht hast. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich gebe zu, dein Angriff macht ziemlich Aua. 200 Schaden ist in Ordnung. Aber ich muss sowieso wechseln, um mich zu heilen. Und aufzufreshen. Ich meine, er ist groß, aber... Schaffe ich das? Wenn ich nochmal angreifen darf? Was zum... Okay. Das war dein Tod. Und das wird vermutlich meiner.
Nice. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Das, wir haben die Erfahrung nicht verloren. Dann gibt es jetzt einen exquisiten Likör für Jörg. Halten nicht ganz, aber es ist ehrlich gesagt egal. Zack. Hat volle Mana. Jetzt zweimal normalen Angriff starten. Oder zweimal Spezialangriff, so. Und das war's dann. Damit ist der Erddämon, der sich so eine dicke Hose gebaut hat, tatsächlich der einfachste Dämon von allen bisher gewesen. Mit Abstand. Das war nicht mal knapp, das hier. Du, mein Freund, bist eine herbe Enttäuschung. Jörg, mach das Ganze nach dem ein Ende! Wald Nummer 3 in einer Folge. Ich hoffe, das freut euch so sehr wie mir. Wie mir, das ist ein Satz. Und Level 22 bekommen mit Jörg, auch schön. So, Mabu, jetzt möchte ich mal gerne was hören. Ich danke dir. Endlich verstehe ich, was du fühlst. Ich hatte Angst vor der Liebe. Ich dachte, Liebe sei etwas, das uns aneinander kettet, wie unser unvermeidliches Schicksal. Ich hatte Angst, festgebunden zu sein. Aber ich erkenne jetzt, dass Liebe etwas Gutes ist. Ich wusste das nicht. Ich kann es kaum glauben. Ich bin nicht mehr länger allein, nicht wahr? Aber diese dunkle Seite ist auch ein Teil von mir. Liebst du mich trotzdem? Du? Schaut mal, was er für einen Mantel anhat. Kennen wir den nicht? Haben wir den nicht auch die ganze Zeit schon getragen? Beeindruckend. Du hast schon sehr viel Elend hinter dir. Der Augenblick der Reinigung der verfluchten Seelen der Menschen und Diener liegt vor uns. Wenn du mich nicht von meiner Traurigkeit befreien kannst, ehe die Motte dem himmlischen Kokon entkommt, wird das Land Parel bis zur nächsten Seelenwanderung von der Dunkelheit regiert. Auserwählter des Lichts, die Zeit ist reif. Jetzt werden wir die Zukunft bestimmen. Können wir machen, nachdem ich mich... Können wir nicht, nachdem ich mich geheilt habe? Wir können nicht, nachdem ich mich geheilt habe. Wir kennen dein Monster. Du bist Feuer, ne? Kushitra? Nee, du bist nicht Feuer. Du bist Erde. Okay, wie steht's um Jörg? Okay, es steht nicht so schlimm um Jörg, wie ich gedacht habe. Wir haben noch eine Chance. Auch wenn ich glaube, dass er nicht nur ein Monster ruft.
Das ist jetzt tatsächlich wirklich gemein. Ist das Monster nur so viel kleiner oder ist meins gerade eben gewachsen? Oh Gott, ich mach so wenig Schaden. Du wechselst Elemente! Du wechselst Elemente! Oh, schön! Okay, solange ich die 1 voraus bin. Problem ist eher, sobald er auf Wasser wechselt, habe ich ein... nicht auf Wasser, auf Feuer wechselt, habe ich ein derbes Problem. Wenn er auf Feuer wechselt, bleibe ich bei Horny. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich machen kann in dem Moment. Was anderes bleibt mir gerade nicht. Ich hätte tatsächlich meine Idee, hätte ich umsetzen müssen, bevor ich hier in den Wald gegangen bin. Oder theoretisch nochmal vorher raus und dann hierhin. Okay, du bist Feuer, es bleibt mir nichts. Ich muss jetzt einfach weitermachen. Alter, machst du mir einen Schaden, Mann? Wir sind doch beide dasselbe Element. Wie kannst du mir so viel Schaden machen? Ich probiere das nochmal. Nee, das ging immer in die Hose, ne? Das funktioniert nicht. So, warum mache ich dir dann so wenig Schaden? Oh shit, ich muss durchwechseln. Ich muss durchwechseln, sonst ist Horny jetzt im Eimer. Ja, auf Klobberhans. Das macht dann noch am meisten Sinn. Okay. Ja, macht auch nicht viel. Yes, okay, du wechselst Element auf was? Auf Wasser, perfekt! Perfekt, dann kriegst du... Nein! Instant aufs Maul jetzt. Klopperhans, gib alles. Das ist nicht... Das ist nicht alles. Au, das war ein ekliger Ton. Oh nein, nicht jetzt schon. Erde. Okay, wechseln auf Horny. Quatsch, nicht auf Horny. Bin ich wahnsinnig. Auf Jörg natürlich. Okay, ich bin aufgeregt gerade. Die Taktik funktioniert bisher ganz gut. Ich habe tierisch Schiss, sobald es darum geht, dass ich heilen müsste. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und das schaffen wir easy. Normaler Angriff reicht aus, oder? Das war so dumm. Warum habe ich das gerade getan? Das war so cocky von mir. Warum habe ich das gemacht? Okay, wir sind beide Luft. Normaler Angriff. Okay. Ich wollte kein Mana verbrauchen, weil jetzt kommt ja er. Und ich will so viel wie möglich Elementschaden noch ihm machen können. Weil ich nicht weiß, er hat kein Element. Das heißt, er ist... Oh yes! Oh yes! Bitch! Die! Oh, come on. Wirklich. Musst du mir jetzt wirklich nochmal 2 reindrücken? Das war jetzt so unnötig, ne? Triff, bitte. Bitte triff. Yes. Wow. Wow, ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so gut läuft. Das kann nicht alles sein, oder? Ich wusste, du würdest kommen. Meine Güte, wie du gewachsen bist. Gewiss empfindest du Hass mir gegenüber, deinem Vater. Aber dies war der einzige Weg, das Rätsel der wahren Reinigung zu lösen. Ich vergaß niemals, nicht einen einzigen Augenblick, dich und deine Mutter. Gut und böse. Während der ganzen Weltgeschichte haben wir stets das Vorhandensein der finsteren Mächte verleugnet. Aber wo es Licht gibt, gibt es auch immer Dunkelheit. Ausgleich ist eine Eigenart der Natur. Nur durch dein Eingreifen können die beiden Teile wieder eins werden. Diese Aufgabe wurde uns von Elrim auferlegt. Erinnerst du dich noch an die Melodie, die ich dich gelehrt habe? Jetzt ist die Zeit dafür.
Wir müssen sie gemeinsam spielen, mein Sohn. Die Symphonie von Licht und Dunkelheit, das Requiem der Seelen. Wenn die vier himmlischen Barrieren durchbrochen sind, werden die Kräfte von Licht und Dunkelheit die Zeit des Sammelns einleiten. Kumari und Kaya, die göttlichen Wächter über Licht und Dunkelheit, werden von den Doppeldrachen von Kemuel erlöst. Die Auserwählten des Lichts und der Dunkelheit treffen aufeinander. Und erst dann wird jenen, die der Fluch traf, Ruhe gewährt. Und der Mensch wird noch eine weitere Frucht des Wissens erhalten. Aber sie wird in sich die Saat der Verantwortung tragen. Ja, liebe Leute, wir haben es durchgespielt. Ich habe tatsächlich nicht mehr gewusst, dass es so schnell ging. Und ich bin gerade echt wirklich happy, denn wir haben alles richtig gemacht. Wir haben es wirklich komplett richtig geschafft. Wir haben die Monster vernünftig gelevelt. Wir mussten nie wirklich grinden. Wir sind rein elementar geblieben. Wir mussten nicht mixen und versuchen, irgendwie zu knaupen und zu basteln. Es war immer ein klarer Weg. Und auch wenn ich finde, dass das halt ein bisschen zeigt, dass der Weg zu einfach ist, denn Experimentieren wird gerade nicht so wirklich belohnt. Ich sehe nicht, wie das hier mit Experimenten an Monstern, mit verschiedenen Elementklassen und noch mehr Fangen besser gewesen wäre, als das, was ich gerade geschafft habe. Weil es war schon so enorm einfach. Also es hätte nicht viel einfacher werden können. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich ein Element vom Spiel ist, der dann damit quasi eigentlich, naja, wegfällt. Aber ich bin so froh, dass ich es nochmal durchgespielt habe. Weil ich jetzt auch wirklich wieder im Kopf habe, wie das Spiel endet. Denn genau dieser Part hat mir gefehlt. Das ist nicht in meiner Erinnerung geblieben. Ich wusste, dass Rikets am Ende auftaucht. Ich wusste, dass... Das war auch klar, oder? Das wussten wir alle. Aber ich wusste nicht mehr, wann und wie. Aber eins, was mich jetzt verwirrt und worauf ich sehr gespannt bin, ist das, woran ich mich eigentlich erinnere. Denn dieses Spiel geht eigentlich noch weiter. Und das, glaube ich, unendlich. Was mich damals nämlich dazu geführt hat, zu denken, dass das Spiel kein richtiges Ende hat. Bin gespannt, ob mir der Eindruck jetzt nochmal so kommen wird. Und ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, ich habe es ja auch in den Kommentaren schon gelesen, dass Leute von euch das auch gedacht haben. Ich finde das Spiel sehr schön. Es macht sehr viel Spaß. Es ist wirklich nicht zu lange. Für ein Spiel wie das hier ist es wirklich relativ kurz. Und es ist sehr motivierend. Es hat einen Haufen Spaß gemacht. Danke Genki, danke Crave. Und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann in Teil 2.
Das wäre eine Option. Aber jetzt schauen wir erstmal rein, was hier gleich passieren wird. Natürlich kann man am Ende nochmal speichern. Wir wissen ja jetzt, man kann in den Schaukämpfen mit seiner Memory Card zum Freund gehen und dann die Monster quasi mitnehmen und dagegen den kämpfen. Schauen wir trotzdem mal, was kommt jetzt? Wenn nichts mehr kommt, ist auch gut. Es scheint nichts mehr zu kommen. Okay. Yep. Da kommt wohl nichts mehr. Seltsam, weil wie gesagt, in meiner Erinnerung kommt hier noch was. Das verwirrt mich gerade sehr. Was wir kurz machen könnten, vielleicht ist das hier so ein Oldschool-Ding, wo man die Konsole ausschalten und wieder anschalten muss, damit was anderes kommt. Das ist sehr strange, aber naja, okay. Wir probieren mal gerade was. Ich gehe mal kurz in den Emulator rein und starte mal das Spiel neu. Ach, der Sound. Und dann laden wir den Spielstand mal und dann schauen wir mal rein, weil ich glaube nämlich zu wissen, dass da jetzt noch mehr ist. Aber das hat eben keine Story-Relevanz mehr, soweit ich das verstanden habe. Dieses Intro, oder das Outro vielmehr, was wir gerade gesehen haben, erzählt ja meines Wissens eher das Ende des Spiels, also das, was wir gerade getan haben, nach. Und erzählt nicht, was noch kommen kann und kommen soll. Jetzt zumindest, aber ich glaube halt, damals dachte ich, okay, das Ende sagt jetzt, was noch passieren wird und nicht, was gerade passiert ist. Und weil ich dann den Spielstand neu laden kann und es danach noch irgendwie weitergeht, muss ich das Spiel jetzt eigentlich erstmal noch durchspielen. Aber das ging unendlich lange und das hat nicht so wirklich funktioniert. Wobei ich sagen muss, so ein Cutscene-Ende mit der Grafik oder mit der Zeichnung wäre schon cool gewesen. Okay. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Ich bin Gi, der Nagi-Prophet. Ich blicke in die Zukunft durch die Worte Gottes. Ich heiße dich willkommen im Tempel von Kemuel, dem Eingang zu den Treppen der Zeit. Ich spüre, dass du ein Kokonmeister von hohem Ansehen bist. Die Treppen der Zeit sind der Eingang zu einer anderen Dimension. Es heißt, dass vor langer Zeit im Zeitalter des Chaos die Auserwählten des Lichts und der Dunkelheit dieses Tor durchschritten haben. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Hinter diesem Tor liegt ein unendlicher Wald. Der Wald beherbergt unvorstellbare Kräfte und er unterliegt fortwährender Mutation. Dort wird ein wahrhaft mächtiger Jäger, wie etwa ein Kokonmeister, sich Rang und Namen machen. Die Schwachen jedoch werden verschlungen. Doch was mag am Ende des Waldes bevorstehen? Vielleicht ein Zustand, der das selbst übersteigt? Oder womöglich ein endloses Leiden? Von den Lebenden weiß es bisher niemand. O tapferer Jäger, o mächtiger Kokonmeister, verrate mir deinen Namen. Ihr seht, was ich meine, oder? Er hat uns ja gerade gesagt, das Ganze hier ist quasi ein unendlicher Kampf jetzt, den wir führen können im Wald, in einem random generated Wald. Wir, die Geschichtenerzähler, werden die Berichte von deinen Heldentaten an die folgenden Generationen weitergeben. Mögen die Winde des Glücks dich begleiten. Ne, ihr wisst jetzt, was ich meine. Man ist trotzdem irgendwie, man denkt noch, hä, ist da jetzt noch was oder nicht? Aber es ist auch ein bisschen verwirrend. Willkommen im ewigen Korridor. Hier wirst du auf deine wahren Fähigkeiten geprüft. Wir werden dir helfen, dich für deine Reise fit zu machen. Ich bin Ra. Ja, das kennen wir doch alles. Ja, das kennen wir doch alles. Warum? Jetzt musst du durch das Kumari-Tor gehen, welches in den ewigen Korridor führt. Bitte sei vorsichtig.
Wir werden für dein Glück beten. Okay, also, jetzt wenn endlich mal kein Charakter noch dazwischen sabbelt, kann ich ja endlich mal sagen, was ich eigentlich dachte. Ihr habt gemerkt, oder? Es wird uns ja gesagt, okay, es ist ein unendlicher Wald, in den ich hier laufe. Und, ja, das impliziert ja im Prinzip, dass ich hier jetzt neue Monster fangen kann, noch stärker werden kann. Und das ganze Gerümpel, ne? Dass ich hier quasi nur Monster kreieren kann, die ich dann auf meine Memory Card speichere, um bei Freunden halt richtig abrocken zu können mit neuen Monstern. Ich schätze, das ist der Hintergedanke hier von diesem Endlos-Modus. Nur ihr habt es auch selbst gemerkt, ne? Der Sprecher erzählt davon, dass irgendwas am Ende vielleicht sein könnte, aber in unendlicher Wald hat ja kein Ende. Deswegen, das habe ich damals nicht verstanden, das verstehe ich bis heute nicht. Irgendwie ist das ist einfach, die Bezeichnung ist seltsam. Ich glaube, das ist so ein bisschen Ahnenhöhle-Ding, das hier. Also, nichts, was ich jetzt noch in einem Let's Play machen würde. Ich glaube nicht, dass es hier ein richtiges Ende gibt. Und wenn doch, dann bin ich eher gewillt, mir das bei YouTube anzugucken, als dass ich das selbst spielen wollen würde, denn das ist wirklich träge. Und ich habe hier wirklich mehr Zeit, als wir hier in diesem Let's Play gemacht haben, habe ich hier verbracht, in diesem endlosen Korridor, weil ich gehofft habe, irgendwas kommt hier noch. Aber, naja, wenn da was ist, es gibt bei YouTube alles, dann schaut's da. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dieses Let's Play geguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte meinen Spaß dabei auch, wenn es technische Probleme gab. Das soll den Spaß nicht mindern. Und ich bin sehr happy. Wir sehen uns hoffentlich in dem nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao.